Frage mal die gute Muschel, die gerade ausgegangen ist. Es ist immer noch aus. Darf die Shaniqua Highlighter bekommen? Bist du betrunken? Ich wünschte es! Die Nachbarn, ne? Die bohren den ganzen Tag, die bohren jeden Scheißtag. Ab früh um 9. Bis nachmittags. Ich weiß nicht, was die in dieser verschissenen kleinen Wohnung machen. Diese Wohnung, die ist so groß. Und ich weiß nicht, ob die da überall Löcher reinbohren. Ich habe keinen Plan, was die machen. Und vielleicht boxe ich die heute noch um. Nachbarn, ich hasse euch! Diese Nachbarn! Okay. Magische Miesmuschel. Darf ich gleich runtergehen und den Nachbarn ins Maul schlagen? Das ist jetzt aber nicht dein Ernst. Bitch, so redest du auch nicht mit mir. Die Frage ist belanglos. Dein Leben ist belanglos, magische Miesmuschel. Magische Miesmuschel. Wird der Sim heute hübsch sein? Hör mit dem Unsinn auf. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit Moi und Facecam. Ich habe heute was ganz Besonderes für euch. Und zwar kennt ihr das vielleicht schon aus anderen Formaten. Und zwar heißt das, die magische Miesmuschel bestimmt, was ich tue. Und die magische Miesmuschel wird heute bestimmen, was ich in die Sims 4 tun werde. Wie ich den Sim erstellen werde. Custom Content, kein Custom Content, lange Haare, kurze Haare, bunte Haare. Ja, ich starte jetzt mal die magische Miesmuschel App. Und es passiert nichts. Ah, wow, einfach toll. Und ja, die SpongeBob-Musik, können wir das ausmachen? Da unten? Ach, danke schön. So, Leute, wir stellen der guten Muschel jetzt erstmal eine Frage. Und zwar eine allgemeine Frage. Wird das Video heute gut? Ist ASMR. Okay. Wenn du so weitermachst, trennen sich unsere Wege. Ja, heißt es jetzt, das Video wird gut oder nicht? Magische Miesmuschel. Wird der Sim heute hübsch sein? Hör mit dem Unsinn auf. Nein! Warum ist sie schon so gemein am Anfang? Okay, die magische Miesmuschel ist unser Freund und Helfer. Mehr oder weniger. Ich klicke mal auf die Gude drauf. Magische Miesmuschel soll unsere Gude Lashes bekommen. Ja. Ja, okay, die magische Miesmuschel hat gesprochen und wenn die magische Miesmuschel spricht, dann hört man natürlich auch drauf und deshalb kriegt die Gute jetzt erstmal ein paar Lashes. Ich weiß nur noch nicht, ob die magische Miesmuschel weiterhin so nett zu uns ist oder ob sie uns irgendwann zusammenboxt. Die finde ich ganz schön. Magische Miesmuschel soll unser Sim Kontaktlinsen bekommen. Warum ist es so laut? Bist du noch ganz sauber? Wow, okay, magische Miesmuschel, du musst nicht direkt so ausrasten. Okay, sie hat gesagt, bist du noch ganz sauber, dann kriegt sie halt normale Augen. Ich würde ihr gerne so dunkle Augen geben. Okay, magische Miesmuschel, kriegt unsere Simmen CC Augenbrauen? Na, aber hallo? Na, aber hallo? Na, was geht ab? Natürlich kriegt sie, oh, lieb's direkt jetzt schon. Schön, siehst du aus, meine Gute. Ich würde dir ja schon gerne so ein paar stärkere... Oh, die sind zu krass, aber die sind... Warte mal. Ja, die sind ganz, ganz nett, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß noch nicht genau, welche Farbe. Wir machen erstmal so ein bisschen sowas und dann gucken wir mal, wie wir das mit der Haarfarbe abstimmen. So, magische Miesmuschel soll unsere Shaniqua, ich weiß noch nicht, wie sie heißt, einen Skin bekommen. Ja. Ja, okay. Die magische Miesmuschel ist heute auf unserer Seite, so, mal gucken, was sie für einen Skin bekommt. Ach, ich finde den, der sieht doch schon ganz nett aus, ne? Ich finde, der sieht schon süß aus. Sie sieht jetzt schon echt toll aus. Und ja, wir müssen mal gucken, ob das so weitergeht. Denn die magische Miesmutter hat ja gesagt, der Sim wird jetzt nicht so schön. Ja, wir gucken einfach mal. Magische Miesmuschel. Was machen wir überhaupt weiter? Wir fragen mal nach den Haaren, Leute. Soll die gute Shaniqua lange Haare bekommen? Nein. Wie, ne? Bist du dir da sicher? Geniale Idee. Bitch, so redest du auch nicht mit mir. Okay, dann wir haben ja noch mittellange und kurze. Soll unsere, Shaniqua, ich weiß immer noch nicht, wie wir sie nennen, kurze Haare bekommen? Um Gottes Willen, nein. Dann bleibt ja nur noch, um Gottes Willen, dann bleibt ja nur noch mittellang, ne? Soll unsere gute mittellange Haare bekommen? Willst du mich veräppeln? Ist das jetzt... Ist es ein Ja? Aber sicher.
Ja, okay, dann kriegt sie mittellange Haare, damit kann ich auch arbeiten bestimmt. Darf ich Custom-Content-Haare benutzen? Das liegt doch auf der Hand. Ja, auf meiner Hand liegt gerade nichts, aber darf ich Custom-Content-Haare benutzen, du Bitch? Unbedingt. So, magische Miesmuschel, die hat gesagt, mittellange Haare. Und ja, Custom-Content-Haare, hat sie gesagt, liegt auf der Hand. Ich nehme es jetzt einfach mal, denn auf meiner Hand sagt das ja. Ne, so, ach, schön. Sieht schon süß aus, aber in Gelb natürlich. Aber wir fragen erstmal nach der Haarfarbe. Soll die gute Taylor Hatcher natürliche Haarfarben bekommen? Das ist mir zu hoch. Ja, mir auch. Okay, dann frage ich mal nach bunten Haaren. Soll die Taylor, oder auch Shaniqua genannt, in Fachkreisen, bunte Haare bekommen? Wenn nicht jetzt, wann dann? Okay, ist das ein bunte Haare? Also bunte Haare, ja? Wenn du mich so fragst, lieber nicht. Muschel, ich kann ihr keine Glatze geben. Mit mittellangen Haaren funktioniert das nicht. Also doch Naturhaarfarben. Heute nicht. Magische Miesmuschel, du machst Muschel. Muschel, du machst mich fertig, du dummes Snitch. Okay, wir fragen mal nach was anderem. Rot kann ja natürlich sein und kann auch gefärbt sein. Soll sie rote Haare bekommen? Die Frage ist belanglos. Dein Leben ist belanglos, magische Miesmuschel. Okay. Soll sie blonde Haare bekommen? Super Idee. Wusste ich's doch. Es ist einfach eine super Idee. Wisst ihr, was ich hier für super Ideen habe? Es ist einfach der Wahnsinn. Ach, sie sieht so süß aus. Okay, ich leg mal das Handy kurz weg. Ist es kaputt? Möchte es jemand kaufen? Ein kaputtes Handy. So, wir haben mittellange Haare. Nee, aber das ist mir so ein bisschen zu blond. Also ich würde so das als blond nehmen. Das finde ich ganz süß. Und ich finde, sie sieht im Allgemeinen schon voll süß aus. So, warte, aber wenn sie blond ist, dann würde ich ihr gerne so ein paar blaue Augen geben. Ach, ich mag die Sims-Augen nicht so. Die sind mir zu unnatürlich. Aber die Muschel hat gesagt, du nimmst hier nichts. Okay, und ja, dann nehmen wir das jetzt halt. Aber immerhin, Leute, durften wir Lashes benutzen und das freut mich doch sehr. So, das zählt als Kurzhaar, also als Mittelhaarfrisur. Okay, in welcher Welt? In meiner definitiv nicht. So, blond natürlich. Okay, sie hat jetzt sehr krasse Augenbrauen, sie hat Lashes, jetzt fehlt eigentlich nur noch ein bisschen Make-up in ihrem Gesicht. Ich hoffe, wir dürfen das benutzen. Also, darf ich der Shaniqua, ich möchte sie, dass die Shaniqua, wie schreibt man überhaupt Shaniqua? Ich habe keinen Plan. Shaniqua, schreibt man das so? Sie heißt jetzt so. Shaniqua Hatcher. Darf sie Augen-Make-up bekommen? Woher soll ich das wissen? Weil du die magische Miesmuschel bist, darf sie Augen-Make-up bekommen. Also, wer ist das denn? Darf sie Lidschatten bekommen? Hör mit diesem Quatsch auf. Okay, es ist okay. Darf sie einen Eyeliner bekommen? Willst du das wirklich wissen? Ja, möchte ich, sag es mir. Eine weise Wahl. Okay, dann kriegt sie halt einen Eyeliner. Kriegt sie halt nur den Eyeliner. Tut mir ein bisschen leid. Also es fehlt halt schon. Ich finde das halt, ich finde das komisch, wenn Leute nur so Eyeliner machen und dann nicht. Also muss schon ein bisschen was hier am sein. Aber ja, sie hätte so cooles Make-up haben können. Also jetzt mal Real Talk. Guck mal, wie cool das jetzt schon aussieht. Das sieht voll nice aus. Oder hier, das mag ich ja eh sehr. Aber ich darf nicht. Die Gude hat gesagt, nee, du machst hier kein Augen-Make-up. Und dann mache ich kein Augen-Make-up. Dann kriegt sie halt nur ihren Wing. So, oder der. Aber ich finde, da sieht der ein bisschen schöner aus, oder? Der sieht ja komisch aus. Also entweder so krasse Wing oder nur so... Nee, dann, oder... Warte mal. Dann doch der. Okay, dann doch der. Darf die gute Shaniqua Highlighter bekommen? Was willst du damit sagen? Ich will sagen oder fragen, darf die Shaniqua Highlighter bekommen? Bist du betrunken? Ich wünschte es! Okay. Nochmal, noch ein letztes Mal. Darf die Shaniqua Highlighter bekommen? Gewiss. Natürlich, sag das doch gleich, du Dumme. Das ist ein bisschen zu viel des Guten, nur so ein bisschen. Also nicht so krass übertreiben, nur dass so ein bisschen hier ist, ne? Ich finde, sie sieht schön aus. Ich weiß nicht, warum die Gute bis jetzt am Anfang gesagt hat, hey, sie wird hässlich. Weil, guck mal, sie hat auch die süße Nase. Die ist auch schön so snatched. Und wie, mein Leben ist einfach auch snatched. Und ja, ich finde es schön. So, darf die Gute Lippenstift bekommen? Sieht nicht danach aus. Darf die gute Lipgloss bekommen?
gute Entscheidung. Also Lipgloss darf ich nehmen. Was ist denn hier Lipgloss? Dann geben wir hier sowas Dezentes hier. Okay, das, damit kann ich leben. Dann ist sie so ein bisschen Natural-Typ obenrum. Darf ich sie mal kurz... Darf ich sie kurz ausziehen? Wie bitte? Darf ich die Shiniqua kurz ausziehen? Absolut. Okay, ich wusste es doch. Also, unsere Shiniqua Hatcher ist nackt. Das durften wir laut der magischen Miesmuschel. Und jetzt fragen wir mal nach Ohrringen und vielleicht später nach Kette. Mal schauen. Also, aber erstmal Ohrringe. Darf die gute Shiniqua... Obwohl, wir sollten vielleicht erstmal das Outfit machen, ne, bevor sie hier Ohrringe kriegt. Okay, ich ziehe alles zurück, magische Miesmuschel. Liebst du mich? Willst du mich auf den Arm nehmen? Kann ich gerne machen, wenn wir zusammen sind. Also, liebst du mich? Was für ein Unfug. Kurb meines Lebens. Okay, jetzt wird's spannend, Leute, denn wir haben als Auswahl Top und Hose oder halt ein Kleid. Wir fragen mal, soll die Shiniqua Top und Hose bekommen? Was? Was? Was, Digga? Soll die Shiniqua ein Kleid bekommen? Was sonst? Was sonst, wenn kein Kleid? Okay, schade. Also soll sie kein Oberteil bekommen? Nicht möglich. Okay, die magische Miesmuschel steht zu ihrem Wort. Und jetzt darf ich hier raussuchen, was wir nehmen. Da haben wir sehr, 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 sehr viel. Okay. Soll die Shiniqua ein sexy Kleid tragen? Oh mein Gott. Soll die Shiniqua ein kurzes Kleid bekommen? Kein Zweifel. Kein Zweifel für ein kurzes Kleid. Okay, das finde ich gut. Das ist ein langes Kleid. Oh, ein Overall wäre auch cool gewesen, ne? Aber ja, wir müssen jetzt ein kurzes Kleid geben. Wir haben auch Custom-Content-Kleider. Darf die Shiniqua auch Custom-Content-Kleider anziehen? Möglich. Möglich. Okay, also es ist nicht unmöglich. So, wir gucken mal, was die Shiniqua... Das ist ein langes Kleid für mich, aber okay. Was ist das eigentlich für ein Lumpen hier? Sieht aus, als so eine Gardine rausgeschnitten und dann da drauf geklatscht. Okay. Ja, die Shiniqua muss ja jetzt sexy sein, aber das ist, glaube ich, kein Problem für uns, denn, ja, wenn jemand hier sexy Outfits erstellen kann, dann wir, möchte ich mal kurz behaupten. Aber jetzt ist die Frage wirklich, welches, weil sie kann Weihnachtsgirl sein, sie kann so ein Fluttergirl sein... Was machen wir, Leute? Was nehmen wir für ein Kleid? Die gute Shiniqua hat jetzt das hier an. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Irgendwie finde ich es ja cool, ne? Aber irgendwie finde ich das Kleid auch echt cool. Hier, ohne Scheiß, ich wollte so gerne mal jemand dieses Flodder-Kleid geben, aber für mich immer noch niemand Flodder genug, das anzuziehen. Aber irgendwie fände ich es cool, ne? So an ihr, aber mit wahrscheinlich ohne Netzstrumpfhose eher, weil ich fände, es ist mal... Wäre mal ein anderer Look, oder? Ist das ein Look? Ich denke schon. Okay, ich frage die magische Miesmuschel, Leute, ihr habt recht. Ist das Outfit ein Look? Ich glaube eher nicht. What? Ich finde, das ist voll der schöne Look. Okay. Also, magische Miesmuschel, darf ich das Kleid nehmen? Was willst du denn? Ich möchte das Kleid nehmen und ich möchte wissen, ob ich es nehmen darf. Was für eine seltsame Frage. Dein Leben ist seltsam, du Opfer. Okay, ich frage mal bei dem anderen Kleid, was ich vorhin hatte. Ah. Was ist das denn eigentlich für ein Modern-Kleid? Okay. Ich frag mal bei dem Kleid. Darf ich dieses Kleid nehmen? Nein, das macht keinen Sinn. Siehste? Also soll ich doch dieses Flodder-Kleid nehmen? Sowas von unangebracht. Modern, entscheide dich doch! Oh, wir haben noch das hier, aber das ist ja echt ugly. Soll ich das nehmen? Diese Frage ist nicht so einfach zu beantworten. Ah. Die macht mich fertig, Leute. Ich möchte das Flodder-Ding haben. Ich möchte es haben, ist mir egal, was die sagt. Wir können es in komplett schwarz anziehen oder in... Oh, ein weiß wäre auch cool. Ich möchte, dass sie so floddern bleibt. Aber passt das so zu ihrem Style? Ich weiß es nicht. Oh ja, das... Das! Darf sie dieses Kleid anziehen? Bist du noch ganz sauber? Ich denke schon. Guck dir das Kleid doch mal an und sag mir dann, ob sie es anziehen darf, die Shiniqua. Na, aber hallo. Siehste, na, aber hallo. Soll die Shiniqua das in weiß anziehen? Ja, wann immer du willst. Wann immer ich will, darf sie es in weiß anziehen. Das freut mich sehr. Das ist ein süßes Kleid. Und da kann man jetzt bestimmt noch voll den coolen Joker-Grand machen, wenn ich darf. Darf die Shiniqua Ohrringe tragen? Ja, schon. Ja, darf sie. Darf sie eine Kette tragen? Ja, bitte. Seht ihr, Leute, die magische Miesmuschel, die ist eine gute. So, okay. Einen Joker hier vielleicht. Also entweder sowas oder... Oder ist ihr Hals? Warte mal, müssen wir den Hals ein bisschen dicker machen? Obwohl, na, passt schon. So machen wir das einfach in komplett schwarz? Oder machen wir vorne, dass das weiß ist? Nee, dann doch so rum. Okay, oder? Nee, so rum. Ach komm, nee. Nee, das ist doch komisch. Den mag ich doch nicht so. Dann will ich doch lieber so eine Schleife hier rum haben oder sowas. Dann, nee, wir nehmen hier die. Die ist ganz süß. In weiß nicht. Gibt es so mit... Ah, genau, mit so weißen Bändchen. Guck mal, das sieht doch jetzt nicht gut aus.
Dann vielleicht doch der. Ja, komm, lassen wir den jetzt einfach mal dran. Ich finde, es passt jetzt nicht ganz so, aber die magische Miesmuschel hat es mir erlaubt. Und jetzt fehlen noch Ohrringe. Und ich, da denke ich mal, dass wir hier so riesige Ohrringe nehmen. Denken, oder? Ich finde die nämlich ganz cool. Oder hier so Puschelohrringe. Ja, die hängen ein bisschen durchs Ohr jetzt. Aber nicht ganz so schlimm. Doch, wir nehmen die, Alter. Wir nehmen hier die riesen Klunker ins Ohr. Jetzt fehlen nur noch hohe Schuhe. Hoffe ich zumindest. Darf die gute hohe Schuhe anziehen? Theoretisch schon. Theoretisch darf sie es anziehen, darf sie es in der Praxis. Eines Tages vielleicht. Und jetzt? Was machen wir jetzt, Leute? Hilfe! Magische Miesmuschel. Soll die Shiniqua flache Schuhe anziehen? Das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich hasse dich. Ach komm, leg mich doch an. Arsch. Flache Schuhe für die Shiniqua. Ja, okay, das zählt ja auch als flache Schuhe, ne? Also das könnte man ja auch anziehen. Das sind offiziell flache Schuhe. Aber wir haben ja auch noch so hochhackige nicht. Das auch nicht. Turnschuhe. Ja. Kann sie Nike-Schuhe dazu anziehen. Passt richtig gut. Ach man, ich will nicht, dass sie so ein Kleid trägt und dann keine hohen Schuhe anhat. Shiniqua. Stiefel sind ach, auch alle ugly und hoch. Das ist nicht gut. Vielleicht. Ja, wow, das könnte sie halt maximal anziehen, aber das ist halt auch minimal hässlich. Aber es wäre das Einzige, die auch so ein bisschen elegant aussehen, weil die so ein bisschen spitz sind. Okay. Okay. Ist die Shiniqua jetzt fertig? Magische Miesmuschel? Liebst du mich noch? Hör auf zu fragen. Sie ist so gemein zu mir heute. Magische Miesmuschel, ist die Shiniqua Hatcher fertig? Ja. Ja! Ist das Video jetzt damit beendet? Lieber nicht. Lieber nicht, seht ihr, Leute. Das Video ist trotzdem gleich zu Ende. Ja, magische Miesmuschel, hat dir das Video gefallen? Frag doch einfach nochmal. Magische Miesmuschel, hat dir denn das Video gefallen? Das klingt spitze. Das Video war auch spitze. So, Leute, wenn ihr Bock habt auf noch eine Runde mit der magischen Miesmuschel, dann lasst es mich gerne unten in den Kommentaren wissen. Magische Miesmuschel, sollen die Leute einen Daumen nach oben geben? Ich hab echt Angst vor der Antwort. Wenn nicht jetzt. Wann dann? Leute, ihr habt's gehört. Wenn ihr nicht jetzt einen Daumen nach oben gebt, wann dann? Und damit war's das jetzt auch. Hat es dir Spaß gemacht, magische Miesmuschel? Nein. Du dummes Snitch! Leute, mir hat's nicht Spaß gemacht. Mir hat's dafür umso mehr Spaß gemacht. War eine tolle Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet lachen. Es war fantastisch. Ah, wir hören uns das nächste Mal, wenn es dann heute reinhört. Ciao. Ich hasse dich, du magische Miesmuschel. Warum bist du so gemein zu mir? Okay, ciao.